So, ich will mir jetzt aber mal weiter hinten was angucken hier. Hier vorne ist da eh nichts. Zumindest finden wir vorne nichts. Müssen wir es eben selbst machen mit dem Licht. Wenn der Typ uns nicht helfen will. Ach, die ist Musik ganz wieder. Einfach. Sie müssen ihn nur am Dock treffen. Ja, klar. Halt die Klappe. Was für ein Stuss. So, wohin stellen wir das Ganze denn mal? Nach ganz hinten vielleicht? Hier hin? Baum? Ja, ich weiß nicht so richtig, oder? Hier mal? Hey, schön! Die Kleinen. Und da liegt was auf dem Boden, habe ich gesehen. Ja, lass das mal. Oh Mann, riecht das übel. Jammer nicht rum. So lange kann er noch gar nicht liegen. Der kann gerade erst gestorben sein eigentlich. So, dann gucken wir uns mal um hier. So, und dieser Mr. Nedry, der hat, ich muss ständig dran denken, wenn ich an den Kerl denke, der hatte im Film so ein seltsames Virus auf das Sicherheitssystem vom Jurassic Park drauf gespielt und da war er dann als seltsame Zeichentrickfigur zu sehen, die dann immer dumm gelacht hatte. Das war neben dem Stromausfall der andere Grund dafür gewesen, dass die Kacke dann am Dampfen war, ganz kräftig. So, was haben wir da? Ach, den Ausweis von Mr. Nedry, das ist aber schön. Madre de Dios. So, hier gibt's, das muss ich mal dazu sagen, ich hatte schon eine Aufnahme vorher gemacht gehabt, die nicht richtig... Mädchen? Dein Kopf? Mädchen? Dein Kopf? Das ist irgendwie ungesund. Ja, ich hatte jedenfalls vorher schon mal eine Aufnahme gemacht, während die hier mit ihrem Kopf ein bisschen hin und her nickt. Hier findet man normalerweise ein Achievement, wenn man diesen Gegenstand aufsammelt. Da ich das aber schon mal in einer fehlgeschlagenen Aufnahme vorher gemacht hatte, ist das jetzt natürlich nicht mit dabei. So, haben wir hier noch was Schönes? Außer Spuren? Mensch, Blitzmerkerin! Da hast du ja was entdeckt. So, noch irgendwie? Ja, hier ist doch noch was. Ist doch. Er wollte zu uns kommen. Ja, natürlich wollte er das. Was denkst du sonst, was er hier machen wollte? Der hat bestimmt kein Picknick gemacht. Sonst gibt's ja aber auch nichts, so wie es aussieht. Gut, dann gehen wir mal zum Baum. Haben wir hier irgendwas Schönes? Also manchmal ist das hier mit diesen mit den Fehlern doch ein bisschen unschön, ne? Das zerstört so ein bisschen die Stimmung. Er ging bis zum Baum und wieder zurück. Es folgte ihm. Aber nicht in Eile. Es war nur interessiert. Das ist ja eine Wahnsinnserkenntnis, dass er zum Baum ging und zurück. Ich meine, wie gesagt, das Seil hat sich nicht von allein darum geschlungen, ne? Ein guter Anker. Er hätte freikommen können. Schön, super, ganz toll. Und jetzt? Hier ist nirgendwo was. Ach ja, doch, hier ist noch was. Was hast du denn da gefunden? No es nada. Nur ein Stock. Super. Ganz toll. Sonst noch was? Nö, ne? Vielleicht müssen wir nochmal das Licht hier hinausrichten. Ich weiß es nicht. Ich sehe sonst jedenfalls erstmal nichts hier. Gut, dann richten wir nochmal das Licht aus. Und schauen mal dann weiter. Komm schon, wo hast du ihn versteckt? Ach Typ, du bist nervig. Der ist prädestiniert zum Sterben, wenn ich das mal so anmerken darf. Ich glaube, da erzähle ich nichts Neues oder verrate ich nichts Besonderes, wenn ich das sage. Dahin wollte ich es ausrichten, genau. Ja, supi, passt. So. Ich hoffe, mein Laptop läuft mir nicht heiß hier. Ich glaube, das ist nämlich immer, wenn der heiß läuft, dann fängt immer das große Gehacke an. Momentan sieht es noch ganz gut aus. So, wir gucken nochmal hier. Ansonsten muss ich da mal ein Päuschen machen. Ja, genau, hier haben wir doch noch was. Fußspuren. Folgen, folgen, folgen. Ein Baum. Überraschung. Er hätte das Seil um den Baum. Ja, Mensch. Dann wurde etwas auf ihn aufmerksam. Etwas Hungriges. Ich denke, es war bloß neugierig und nicht hungrig. Naja, egal. So, jetzt noch das und dann müsste es das doch gewesen sein, oder? Mehr ist ja doch gar nicht. Folgen,
Voll, oh, Eierschalen. Super. Ja, was denn? Verdammte Käfer! Was? Was ist Ihr Problem? Nichts. Du bist mein Problem. Und? Der Behälter ist nicht hier. Oh, verdammt. Ich bin am Arsch. Wir können nicht aufgeben. Du bist ein Arsch. Endet am Wagen. Sie müssen etwas übersehen haben. Keine Chance. Ich habe das Ding auf den Kopf gestellt. Ich werde eine Woche nach totem, fetten Kerl stinken. So, dann sehe ich halt nach. Gut, wie Sie wollen. Ich könnte etwas frische Luft brauchen. Okay, dann müssen wir das eben nochmal tun. Schauen wir mal, ob wir was im Wagen finden können. Erstmal beim Fettsack selbst. Kuckuck. Kein Behälter. Riecht's gut? Nichts. Nicht so wahrscheinlich. Lalala. Chipstüten. Du hast gern genascht. Stimmt's, Gordito? Das sieht man ihm auch ohne Chipstüten an, denke ich. Eine Dose? Das ist ein Behälter von etwa der Größe, nicht wahr? Ja. Da unten hast du ihn nicht verloren. Du hattest ihn dabei. Er kam eilig zum Auto zurück. Er stieß sich den Kopf und stürzte. Falls er den Behälter fallen ließ. Dann ist er hier runtergerollt und die Dose wird dir sagen, wohin. Aha. Haben sie schon ein Häufchen drüber gelegt, quasi. Grabe in der Dino-Scheiße. Aha! Jackpot, Freunde, der Missing Link wurde gefunden. Oh, Baby, ich wusste, ich finde dich. Sie freuen sich aber sehr über die Seife. Das ist genauso ein Stück Seife, wie Sie eine Mechanikerin sind. 10 Jahre Forschung. Millionen investiert. Das nächste Weltwunder. Sie wollen Engine fertig machen? Dann hiermit. Die Kronjuwelen. Wenn die das hier verlieren, bleibt denen nichts. Das sind Dinosaurier-Embryos, Schätzchen. Dachten Sie etwa, wir suchen nach Rasierschaum? Dinosaurier? Ich verstehe nicht. Das müssen Sie nicht verstehen. Das hält Sie frisch. Was haben Sie denn? Vielleicht die Dinosaurier, ja? Hinter Ihnen? Kuckuck! Augen zu halten! Ach, Idiot! Ja, das sind unsere Freunde, die Lophosaurus. Und genau die haben unseren Freund Dennis Nedry niedergestreckt. So macht man das. Ja, das steht dir recht, du Mistvieh! Das wickeln wir von hier. Was für ein Trottel. Sie kennen den Plan. Meine Jungs schicken ein Boot. Wir geben ihnen den Behälter, werden bezahlt und gehen nach Hause. Wir können nicht zum Treffpunkt gehen. Nicht mit all diesen Monstros in der Gegend. Genau, wir nehmen das Auto. Bringen Sie das Auto her. Ich bleibe hier und gebe Ihnen Deckung. Ohne etwas zu sehen. Wer hat jetzt Angst, hä? Oh Gott, ist der Typ dumm. Wie war das blind im Dunkeln, ne? Na gut, dann schauen wir mal. Hilf mal nach, Mädchen. Hilf nach. Ah, sehr gut. Komm. Schieb. Chadwick, Bewegung! Nein, ich schieb. Typ! Perfekt. Oh. Ja, beweg dich, Mensch! Oh, wie dumm. Oh, Freund Chadwick. Nedrys Lichtung abgeschlossen. Ich hätte besser aufpassen sollen. Kein Licht mehr. Das Licht ist aus. Ich kann nichts sehen, verdammt. Wir sitzen fest und ich sehe es nicht. Oh, Typ, halt die Klappe, halt die Klappe. Hier, halt die Klappe. Nein. Schnauze!
Bäm, in die Fresse. Was? Ah, ja, bleib ruhig. Wir müssen, ja, was machen wir? Ich weiß es auch nicht so richtig. Ruhig bleiben. Denken Sie an etwas Entspannendes. Machen Sie Witze? Super Tipp. Tun Sie mir einen Gefallen und halten Sie den Mund. Es ist egal, ob es uns hört oder nicht. Es riecht uns. Doll. Ja, wir sind in wir sind bestimmt in Sicherheit. Ich habe einen Plan. Was für ein Plan? Laufen könnte helfen. Wir sollten versuchen zu rennen. Rennen? Wohin denn? Ich kann nicht sehen. Dann vielleicht das Auto? Wir müssen nur das Auto starten und hier wegfahren. Den Wagen starten? Ja, okay. Ha, ah, super. Er springt nicht an. Was jetzt? Na toll. Ich repariere das. Was soll mir anderes übrig bleiben? Ja, genau. Oh Mann. So, dann schauen wir mal. Das Batteriekabel. Was soll das heißen? Wo ist die Batterie? Was soll das heißen? Der Typ ist echt total hohl. So, jetzt müssen wir irgendwie hier. Ah, na. Ja, das sieht gut aus. Ich mache es fest. Ja? Schraub. Na also. So. Und jetzt rein in die Karre, Mensch. Gracias a Dios. Gott sei Dank, schätze ich mal. Oh, ich kann es mir denken. Ahaha, oh fu. Hallo. Oh, scheit. Eine Kugel verschwendet. Es sind einfach zu viele. Was schlagen Sie vor? Sorry für das Geknister gerade, das war mein Mikro gewesen, darum habe ich jetzt mal fix unterbrochen. Weiter geht's. Ja, scheiß Vorverstärker, das blöde Ding. Hab einen Wackelkontakt drin irgendwie, glaube ich. Wo ist denn mein... Ich will einen Mauspfeil haben. Ja, lenk ab, los. Sie ablenken. Okay, ihr bin dabei. Du verfluchter Hundesohn! Hijo de Vera! Ja, schnapp ihn dir! Hast du verdient, du dummes Drecksstück! Mach ihn tot! So, und Mädchen, du läufst jetzt ganz, ganz fix zum Auto. Los! Bewegung! Daneben, haha. Zack in die Fresse, jawoll. Und jetzt macht das scheiß Tür, ja, hier zu. Los. Ich habe keinen Pfeil, Moment. Ich muss mal kurz Pause machen. Vielleicht kriege ich dann einen wieder. Hallo Dino. Sag mal hallo. Kleiner T-Rex. Mal ein bisschen mit süßen Tieren ablenken. Sagt nix. Ist ja schade. Nur sag euch, mein Kleiner. Nur sag was. Sag was. Ja. Ist das süß. Ja. So viel dazu. Den werden wir später noch kennenlernen. Haha. Und jetzt weiter. Ich habe immer noch keinen Pfeil. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Würde ich mal behaupten. Ich kann ohne meinen Cursor nichts anwählen. Ah. Zufällig getroffen. Super. Ich muss jetzt mal hier so blind rumfummeln und werde dann mal sowieso einen Schnitt machen nach dem Kapitel. Na komm, irgendwo wird das doch hier sein, oder? Das ist gerade mit Verlaub etwas dämlich. So, dann müssen wir mal so ausrichten und dann wieder rein. Ja, sehr gut. Verdammt! Ich schaffe das. Nein. Oh, komm, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Muss ich hier ständig, muss ich mal kurz hier ausrichten. So. Warum habe ich jetzt keinen Cursor mehr? Das ist doch dumm. Kupplung. So.
So, jetzt müssen wir bloß noch mit den WASD-Tasten. Das ist gut, das kann ich auch so machen. Hahaha, hallo. Oh, beeil dich. Oh, los. Ja, drüber! Bams! Jawoll! Oh Mann, Mädel. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Komm schon, das ist nicht dein Ernst. Oh shit. Raus aus der Karre, los. Und jetzt lauf. Lauf! Aua! Oh. Hahaha. Zuckersüß. Glück gehabt. Oder? Glück? Ja, jetzt schnappt ihr die Dose und dann aber ganz fix weg hier. Los. Das ist alles andere als schön. Und auch unschön ist, dass wir jetzt wieder hier rumfummeln müssen, ohne was zu sehen. Ach, Treffer. Zufall. Schön. Gut, dann mache ich ja dann gleich mal den Cut rein nach dem Abschnitt. Und dann schauen wir mal weiter. Hehe. Lauf! Ganz schnell! Jetzt habe ich mich ein bisschen verjagt. Gar nicht mehr dran gedacht. Ja, und damit flüchtet sie in den Dschungel und wir landen im Prolog. Lauf um dein Leben, Mädchen. Lauf um dein Leben.